Was geht ab und herzlich willkommen beim neuen Video. Ja, ich sitze hier gerade im T-Shirt bei 18 Grad. Es ist auf jeden Fall nicht so warm wie sonst. Deswegen muss ich mich heute ganz besonders viel bewegen, gestikulieren und schnell reden, viel reden. Obwohl besser nicht, sonst steht wieder in den Kommentaren. Ab Minute 4:49 geht's los. Dankt mir später. Ja. Nein, Spaß. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich weiß, ich habe gerade nicht bei, sondern zugesagt. Erstmal krass. Und zwar habe ich mir heute folgendes Thema überlegt. Ihr habt es wahrscheinlich am Titel auch schon gelesen. Ja, ich habe mir einfach mal von euch auf Snapchat witzige Chatverläufe mit eurem Partner oder eurer Partnerin schicken lassen. Und da schauen wir jetzt gleich mal rein. Also es geht um die witzigsten WhatsApp-Chats zwischen Pärchen. Sehr kreativ, ich weiß. Aber wartet ab, es wird auf jeden Fall witzig. Also, wenn ihr das nächste Mal auch das auf keinen Fall verpassen wollt, dass ihr mir sowas schicken könnt, dann checkt auf jeden Fall mein Snapchat ab. Ich habe gehört, da finden auch ab und zu in Zukunft coole Verlosungen statt, die man auf keinen Fall verpassen sollte. Achso, bevor ich es vergesse, wenn ihr Bock habt auf Part 2, lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, was nehmen wir denn heute mal? Bei 13.731 Likes gibt es Part 2. Schickt mir dazu auf jeden Fall eine Menge zu, ich bin gespannt. Also Chatverlauf Nummer 1 haben wir hier. Und zwar schreibt sie, Lust auf ein Spielchen. Daraufhin er, klar, dann sie, okay, pass auf, nenn mir eine Zahl zwischen 1 und 50. Er schreibt 35, sie, gut, beschreibe mich in 3 Wörtern. Liebevoll, süß, gestört. Jetzt bist du dran. 50, okay, Moment. Schick mir ein Bild von deinem Ass. Das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Spiel, was ich in Zukunft, denke ich, auch das ein oder andere Mal spielen werde. Achso, kam da überhaupt ein Bild? Also an die Person, die mir das geschickt hat, wenn du das siehst, dann klär mich doch mal bitte darüber auf, wie das weiterging. Und natürlich total süß eingespeichert, meiner Herzchen. Auf jeden Fall schreibt sie, wirfst du gerade einen Stein an mein Fenster? Das war früher immer so, dass dann so irgendwie, wenn man auf jemanden gewartet hat, dass man so Steine dagegen geworfen hat. Ne? Und dann kam so die Person, auf die man gewartet hat als Junge, aus dem Fenster geklettert und hat so die Bettlaken aneinander gemacht. Und dann hat die sich so, ja halt so runtergeschwungen. Und dann kam halt der Typ und hat sie so in den Arm genommen. Und dann sagt sie so, boah, ich hab dich vermisst. Und dann sagt er so, ja, ich hab dich auch vermisst. Dann küssen die sich so und dann hauen die so ab und dann kommt so, okay, ich habe eindeutig zu viel Filme geguckt. Naja, auf jeden Fall er dann, ja, wieso? Sie, hä? Wozu gibt's denn Handys? Das habe ich auch nicht verstanden. Handys gibt's, um zu schreiben, um was nachzuschauen, um sich zu amüsieren, um Nacktbilder über Snapchat rumzuschicken, um für die Schule zu lernen, um halt in der Schule auch mal was nachzugucken und so weiter. Auf jeden Fall er dann, ah, stimmt, warte. Und dann schreibt sie, das hast du jetzt nicht echt gemacht oder du bist so ein Idiot. Und das hat dann einfach nur noch einen Haken, also ist halt nicht angekommen, weil das Handy vielleicht kaputt gegangen ist. So, wir machen natürlich weiter und zwar hiermit. Eine der beiden Beziehungspartnern schreibt, schau mal Schatz, ich liebe dich zwar immer noch, aber ich glaube nicht, dass es noch zwischen uns funktioniert. Daraufhin dann er wahrscheinlich, ist das gerade dein Ernst? Willst du 2 Jahre Beziehung jetzt einfach so wegwerfen und das dann auch noch über WhatsApp? Wie alt bist du bitte? Ja, das ist echt so, Alter. Das sollte man echt nicht machen. Über WhatsApp eine Beziehung beenden, oh nee. Pff. Aber jetzt kommt das Beste. Oh, Kacke, sorry, hab's an die falsche Person geschickt. Und er dann so, ah, okay, ich dachte schon, Schatz. Dann hat er halt anscheinend kurz mal nachgedacht und dann kam, Moment mal, dein scheiß Ernst? Was bist du denn für ein, ja? Ach so, oh, jetzt habe ich das Ganze falsch rum vorgetragen. Sie schreibt dann, was bist du denn für einer? An wen wolltest du das denn schicken? Und dann schreibt er, oh fuck. Da kann man schon echt so dran zweifeln, ob das echt ist, ne? Ich meine, damit sowas zustande kommt, müssen sich echt schon 2 ziemlich dumme Menschen getroffen haben. Ach komm, jetzt wechsle ich mal kurz die Seite. Auf jeden Fall haben wir hier was von Honigkuchenpferd. Honigkuchenpferd. Hört sich irgendwie eklig an. Ach so, aber übrigens, das ist jetzt kein Chatverlauf zwischen 2 Personen, die in einer Beziehung sind, sondern zwischen 2 Freundinnen. Also auf jeden Fall schreibt die Person, die in einer Beziehung ist, ich bin so stolz auf meinen Freund. Ihre Freundin fragt, wieso? Und sie schreibt, er war letztens so betrunken, dass er mich nicht erkannt hat. Und dann die Freundin so, hä? Und wieso bist du darauf stolz? Als ich ihn dann küssen wollte, sagt er, stopp! Ich habe eine Freundin und ich bin treu. Also hat er dich nicht einmal erkannt. Toller Freund, den du da hast. Zum Teil habe ich echt gestörte Zuschauer. Ich weiß nicht, wie man auf sowas kommt, beziehungsweise wie man... Frag mich nicht. Wird auf jeden Fall noch besser. Hier haben wir wirklich auch einen tollen Chatverlauf. Und zwar ganz süß, Schatz eingespeichert.
warum auch immer dann die Frage kommt, warum willst du nicht mehr mit mir zusammen sein? Als Antwort kam dann, kennst du das Gefühl, wenn du dich im Bus an einer Stange festhältst, es dann aber doch nicht tust, weil du weißt, dass schon 100 andere sie angefasst haben? Oh! Willst du mir damit also sagen, dass ich eine Schlampe bin? Daraufhin eher, gut kombiniert. Das hätte ich auch in meine letzte Folge, die heftigsten Körbe von Jungs an Mädchen, packen können. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, das ist auch mal in der Videobeschreibung verlinkt. So, wir machen weiter. Keine Ahnung, warum Schatz kein Bild hat, aber das kann man, glaube ich, auch ausstellen. Schatz, liebst du mich? Ja, natürlich. Dann beweis es mir. Was soll ich denn machen? Kämpf gegen einen Löwen. Was redest du denn da? Gegen einen Löwen habe ich doch gar keine Chance. Sag mir was anderes. Okay, zeig mir dein WhatsApp. Wo ist die Sachverfickte? Ich drücke den, Alter. Hier war eine Fliege. Das könnte dann ganz eventuell darauf schließen, dass er dir etwas verheimlicht. Aber muss natürlich auch nicht sein. Ja, Leute, und kommen wir zum letzten Chatverlauf. Der kommt von Arschloch. Achso, nee, so heißt der Junge. Wollen wir es nicht noch einmal probieren? Daraufhin er, nein, glaube, es wäre besser für uns beide, wenn wir es lassen. Dann fragt sie, aber warum denn? Und er daraufhin, weil wir uns kaputt gehen, nicht deine. Ich bin normaler Mensch, du bist ein Schlumpf. Ja, Leute, das waren jetzt erstmal ein paar Chatverläufe, WhatsApp-Chatverläufe zwischen zwei Partnern, die ich zum Teil echt sehr amüsant fand. Also schickt mir da auf jeden Fall noch eine Menge weitere zu bei 13.727 oder 31, keine Ahnung, ihr wisst Bescheid, gibt's einen zweiten Part. Checkt mein Snapchat ab, wir sehen uns dann am Freitag wieder. Freitag 14 Uhr, neues Video, seid gespannt. Ich freue mich natürlich sehr auf euch. Und ja, ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend oder wann auch immer ihr dieses Video schaut. Haut rein, ciao!